Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und weiter geht's mit dem nächsten Tag. Wir hatten in der Folge vorher Verstärkung, medizinische Verstärkung geholt und können jetzt eigentlich schlafen gehen. Jetzt bekommen wir auch die Möglichkeit, den Saft, Harz, den Harz zu verkaufen. Das ist das Thema, das, ich glaube, hier das Wasser vergiftet ist. Okay. Hier mal so. Machen wir die Guards hier voll. Weil wir heute vorhaben, wirklich drei Sektoren. Vielleicht nicht in dieser PlayStation, aber insgesamt schon hatte ich vor, die drei Sektoren zu holen. So. Gucken wir mal. Gear. Also er braucht auf jeden Fall einen Moon. Kann man. Okay. So. Fünf. Okay, er hat eine Dreierweste. Ich habe auch nur noch eine Dreierweste. Das ist schon okay. Ja. Fidel hat tonnenweise Bomben. Ach, das ist auch nur ein Detonator, also ein Zünder. Munition hat er jetzt auch nicht ganz so viel, 12 Schuss, aber ich denke, das sollte erstmal genügen. Ice hat hier diesen komischen Kram dabei, den brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Messer schadet nicht. Ging das F? Ah ne, mit Shift. Mit Shift konnte man dann den ganzen Pack nehmen. Okay, den lassen wir hier. Der kriegt das in die Hand. Und der kriegt auch eine Dreierweste. Weil was man dem ins Inventar tut, repariert er. Habe ich jetzt? Ich habe, glaube ich, noch nichts, was ich reparieren müsste. Gut. Die kann eine Zweierweste haben. So schlecht hat die auch gar nicht geschossen, glaube ich, oder? Marksman 55, ja. Kann man so erstmal mitnehmen. Granate? Ah, wird schon passen. Okay, Team startet hier. Oh, nee, warte, Moment. Den wollte ich ja gar nicht mitnehmen. On Duty, Rest, Train. Marksman. Bei Mechanical ist er ja gut genug. So. Go to work, okay. Destination 6, Sector 60. So, hier kann ich mit Alt-S jetzt speichern. Ich kann auch in der Mission gleich speichern, aber... Nein, so. So. Nur über das Menü. Also, wer es letztes Mal noch nicht mitbekommen hat, ich weiß nicht wodurch, durch den Schwierigkeitsgrad oder was auch immer, ist es mir jetzt möglich, während des Kampfes zu speichern. Und das macht mir dann schon insgesamt viel mehr Spaß. So. Gucken wir hier einmal auf die Karte. Hier sind auf jeden Fall reichlich Bäume, das ist gut. Gucken, wie viele davon noch ganz sind. Also zwei hat er angehalten, weil er nicht mehr hat. Ah, mit Leertaste, da muss ich. Das muss ich jetzt auch besser durchziehen. Yo. Yo, man. Dude. Okay. Und D ist, glaube ich, dann weiter, richtig? Ja. So, und wenn ich jetzt Alt-S drücke, passiert nichts. Wenn ich jetzt aber hier auf Quicksave klicke, kann ich speichern. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Cool. Cool.
Oh. Hock dich mal hin. Ach, was ich auch mal ausprobieren wollte, ich kann ja hier Shadows ausmachen. Ach, dann sieht, das sieht man hier schon, wie dies ohne Shadows aussieht, ne? Wenn die Bäume haben dann keine Schatten, hilft das vielleicht sogar? Nee. Okay, von da oben. Damit hätte ich jetzt mal so nicht gerechnet. Dann lasse ich den hier erstmal den Ivan rüber sprinten. Diese Richtung gucken. Weil in Büsche schließen schlecht, aus Büsche schießen gut. Nein, ich wollte das, Selma, wir wollten das mit Leertaste weitermachen. 24, den bewegen wir mal hier hin. Jo. Die lassen wir im Hintergrund stehen. Oh. Also in diesem Spiel sind die Bäume die Büsche des letzten Spiels. Ha! Nimm das! Und das! Wenn du fragst, warum, kriegst du noch einen. Und noch einen. Verdammt. So, Ivan. Wäre schön, wenn er immer wieder am ersten startet, finde ich. Ivan? Nein! Ein Blatt am Baum getroffen. Nein! Jungs. Gut. Okay. Viele bewegt sich näher ran. Der Feind flieht. Drei Wettertaft. Critical? Bitte? Na also. Was ist das? Moon, die falsche. Nicht schlimm. Okay. Ja, so denke ich. Was ist das nicht genau 24? Ach nee, dahin laufen kurz 24. Jetzt aber. So, Munition wieder aufgefüllt, die er verbraucht hat. Ah, Kisten. Sehr gut. Ja. Gut. Da wird geschossen, aber im Moment weiß niemand von wo. Hm, das kostet 22 hier rum. Ja, ich glaube, das ist besser. Niemand. Okay. Yo. Cool.
Das war doch von hier, oder? Me? Yeah, you. Ja, was? Hm. Hätte ja klappen können. Ist nicht mal bei ihm aus den Büschen gekommen. Nee, das, ja, hätte ich mir denken können. Da versuchen wir den mal zu flankieren. Ich lasse das. Der kann ja dann vielleicht einen Reaktionsschuss machen. Ha! Okay, Fiedel bleibt da stehen. Vielleicht, wenn er von da gekriegt hat, dass er dann rüberläuft. Ins offene Feld läuft sozusagen. Schauen wir mal. Nein. Er feuert weiter. Ivan mal besser platzieren. Platzieren meinte ich eigentlich. Okay, ich glaube, das heißt, der Sektor ist frei. Okay, so, hat Ivan schon einen Helm? Gucken wir mal. Ivan hat schon einen Helm. Wer hat denn keinen Helm? Fiedel hat keinen Helm. Fiedel ist da. Dann laufe ich mit Fiedel mal dahin. Inventar, öffnen, Fiedel. Fiedel hat Helm jetzt. So. Ansonsten, Fiedel hat noch viel Platz. Fiedel kann mal gerade hier nachgucken, was in Boxen drin. Okay. Oh. Okay, 45er, den kriegt glaube ich. Ah, Ivan vielleicht? Pockets. Haha. Ah, so geht es, okay. Nichts drin? Ammunition. Drei Boxen, sehr gut. Ah. Für ihn gab es auch Munition. So, gibt es hier sonst noch irgendwo was? Nein, was drücke ich denn heute für Tasten? Also, für all diejenigen, die eben die Aufnahme schon nicht gesehen haben. Da war es auch mal so ein Durcheinander. Sorry. Die Taste wollte ich drücken. Ich kann ja hier gerade noch mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist, aber... Ah, noch ein Baum. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Das heißt, wir können, während wir hier rumlaufen, schon mal... Ah, Moment. Die können wir ja komplett abziehen. Brauchen wir ja nicht mehr. Da kommt ja keiner mehr hin.
gehen wir gleich darüber. Ja, ne? Wir haben auch erst 15 Minuten auf der Uhr. Also dadurch, dass das jetzt mit dem Quicksafen ist, spart das natürlich auch noch Zeit. Okay, nee, hier ist weiter nichts mehr, glaube ich. Ich würde jetzt nur kurz warten, bis die hier in diesen Sachen, bis die Wachen angekommen sind. Genau. So, dann nochmal speichern. Travel North. Ich dachte, Beth hätte vielleicht nur ein... Hat's aber nicht. Okay. Gut, schauen wir hier einmal kurz in den Sektor. Ah, das war der Sektor, auf dem wir das letzte Mal auf die Fresse bekommen haben. Mhm. Okay. Warum habe ich dann gedrückt? Man weiß es nicht. Ich vor allen Dingen nicht. Wir sind letztes Mal hier durch den Scheiß gegangen. Ich frage mich, ob es vielleicht besser ist, außen rum zu gehen. Gemeinsam. Ich denke schon, ne? Okay, next. Okay. Kann ich jetzt hier einfach draufklicken? Continue. 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 Und dann. Somebody be shooting at me over here. What? Was war das? Okay. Okay, dann machen wir das anders. Starten wir gleich hier auf der Ecke. Und offensichtlich sitzt da irgendwer mit einem Granatwerfer in den Büschen. Vielleicht war es auch eine Granate. Vermutlich war es eine Granate, kein Granatwerfer, aber... Trotzdem. Arschloch. So. Keiner hier? Okay. 21. Okay, er läuft dann hier rum. Okay, das ist, ja, das ist ein bisschen doof gemacht mit den Füßen oder mit dem Weg, den. Von wo war das? Okay, der ist scheinbar nicht mehr hier. Glück gehabt. Okay, jetzt besser ein bisschen aufpassen. Ah, rück mal ruhig ein bisschen nach. Wartest. Hm, immer noch keiner. Könnte ich machen, ne? Oh, aber erstmal nur hier. Okay. Da scheint erstmal so keiner zu sein. Wir haben letztes Mal festgestellt, niemals neben Fenster stellen. Könnte hier rüberlaufen, ne? So.
Niemals, unter keinen Umständen in Fenster gucken. Ja, den benutze ich mal als Overwatch. Brauche aber gar nicht. Enemy spotted. Oh nein. Kann ich die Tür wieder zumachen? Okay, ich werde gleich, geht's jetzt los, jetzt wo rumgeballert wurde. Ich speichere mal nicht. Warum man hier noch nicht reingucken kann, erschließt sich mir auch nicht. Leute sind ganz doof. Ah, weil da eine Tür ist. So, du guckst dahin. Das heißt, eventuell wurde der hier angelockt. Hoffen wir mal. Und er kann ihn dann gleich wegpumpen. Und? Nee. War zu leise. Der ist sogar nur pur. What? Fuck. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass du den machst, Ivan. Das passt jetzt so nicht in meinem Plan. Das ändert eh nichts. Ich komme da eh nicht vorbei. Okidoki. Aha. Idel muss auch nachrücken. So, ich glaube jetzt wäre mal ein Quicksave angesagt. Nein! Genau am falschen Moment. Ich habe den Granatwerfer gequicksaved. Ja. Naja, okay. Denke, damit kann man noch leben. Heißt aber, Bess kann gleich mal hier rauskommen. Die muss verarzten. Passt diese Runde noch nicht. So, Ivan geht hier weiter. What? Ah, etwas gefunden. Ein Schlüssel. Ah, okay, das ist verschlossen da. Habe ich geschnallt. Und er? Auch. Okay, gut, dann muss ich mir erstmal den Schlüssel holen. Sorry. Hat er Holz gesägt? Hat er noch eine? Nee, hat er nicht.
Na komm schon, Fiedel. Ah, schon mal besser. Hm? Warzen, bitte. Ivan nimmt den Schlüssel. Padlock Key, also ein Vorhängeschloss. Schlüssel. Jetzt wird's interessant. So, Eis muss wieder zurück. Back in action. Speicher mal. Theoretisch will ich das so lassen und die auf mich zukommen und dann aus dem Reaktionsfeuer herausschießen. Schade, ich dachte vielleicht hier oben wäre ein Fenster. Das ist ein Feldflasche und hier ist irgendwie eine Kiste und weiß nicht, kann man da dabei das untersuchen kann. Aber hier scheint jetzt erstmal nichts Wichtiges zu sein. Da komme ich so auch nicht rein, also zurück. Ich dachte, vielleicht hätte ich hier ein Fenster und könnte die beschießen. Das war meine Hoffnung. Falls sie gleich um die Ecke kommen, kann Beth sich ja schon mal hier hinstellen. Ui. Nein, die kommen nicht. Aber wenn Fiedel sich bewegt, müssen sie kommen. Oder? Ivan. Aus. Verdammt! Der arme Eis kriegt immer auf die Fresse. Okay, nicht genug Actionpunkte. Actionpunkte? Aha. Ha! Nimm dies! Nee, ich riskiere es nicht. Lieber mehr. Nee. Ach nee, Moment. So. 8 braucht er, alles klar. Nee, lass mal. Ach, sie ist. Du solltest den verarzten. Fiedel. Jawohl. Messer. Munition. Und Kevlarweste. Okay, einer, der schießt von hier oben immer noch. Ich würde den jetzt erstmal nochmal eine Runde schießen lassen. Speichern. Muss Ivan ran. Hört ab. Das wird ja hier nichts. Critical. Das bringt ja so nichts. Ivan. Machen wir 10. Na komm, ein 12er von hier. 11er. I think we get them all. Sehr gut. Die hätten wir auch alle.
So, gut, dass der die Panzerweste hatte. Der hat auch schon ein bisschen gelitten. Aber ich glaube, als nächstes braucht Ivan eine. Hat auch schon ein bisschen gelitten. Hier oben brauche ich auch. So. War hier oben noch irgendwas? So? Nee. Hier war noch was. Wo? Oh, da. Hier. Oder? Ah, ne. Oh. Eine Granate. So. Gucken wir mal hier rein. Obwohl Ivan jetzt nur noch einen Platz hat, aber. Was ist das? Medkit. Das kann die Ärztin gleich mitnehmen. Ärzte vielleicht auch mitnehmen? Da kommt man nicht hin. Das ist alles gewesen. Nur ein Medkit hier? Dafür den ganzen Schlüsselscheiß? Von außen? Ich meine mich zu erinnern, dass hier zuletzt mal irgendwo Sprengfallen waren oder so. Kann das sein? Kannst auf jeden Fall das hier mal mitnehmen und dann sind da ja noch Schränke, die ich gleich gesehen habe. Kann man die auch durchsuchen? Ich glaube nicht. Ne. A whole lot of nothing. Gehen wir hier nochmal lang. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Die liegt einfach, die oxidiert einfach so rum. Tut das der Note, dass das da so rumoxidiert? Das ist doch nur gut. So. Karte. Hier dahin. Dann müssen wir als nächstes den oder den Sektor uns holen. Ja. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ist relativ gut gegangen. Ist ein bisschen uncool. Heißt, weiß ich auch noch nicht, wie wir das machen. Muss ja dann beim nächsten Mal irgendwie zu Hause bleiben, ne? Und das erstmal auskurieren. Vielleicht heilen die auch so, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall weiter. Dann holen wir uns noch den anderen Sektor. Also ich meine, wahrscheinlich schaffen wir sogar zwei andere Sektoren. Ja, schauen wir mal. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch diesmal auch ein wenig Spaß gemacht hat, indem ich mich vielleicht ein bisschen besser angestellt habe. Vielleicht ist es auch der, ich meine, normale Schwierigkeitsgrad. Mittlere, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall der andere Schwierigkeitsgrad und das mit dem Quicksafen im Kampf ist super. Macht das Spiel für mich jetzt im Nachhinein viel, viel spielenswerter. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss.